Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Starblight.de zur Video-Review-Reihe zu Transformers Generations Combiner Wars Devastator. Und ihr habt vielleicht schon das Intro-Video gesehen. Es wird folgendermaßen ablaufen, dass ich jetzt über die Woche verteilt, Montag bis Samstag, die einzelnen Mitglieder von Devastator vorstelle, 6 an der Zahl, und Sonntag widmen wir uns dann komplett Devastator. Ja, ich habe heute beschlossen, für euch anzufangen mit einen guten Longhaul, welcher sich in ein Kipplaster verwandelt. Ist ein sehr riesiges Fahrzeug, ist aber, finde ich, auch relativ gut so, denn die Dinger sind in Natura auch ziemlich riesig. Also man kann es so ein bisschen erahnen, das hier ist so der Eingang ins Führerhaus, also das sind die Treppen, die Leitern, um das Ding hochzukommen. Also ich glaube, reellen Marscher wäre ein Mensch vielleicht irgendwie, so wie mein Daumennagel halt. Von daher passt das größentechnisch eigentlich ganz gut, finde ich. Ist eine überaus grüne Figur, wie man sieht, aber ein grünes Fahrzeug. Man hat, finde ich, den Farbton von Devastator gut getroffen. Wir haben halt hier dieses schöne Decepticon-Lila, wie ich es gerne bezeichne, zusammen mit diesem Giftgrün von Devastator. Wir haben hier diese riesigen schwarzen Reifen. Das Decepticon-Symbol, hier ein bisschen silberne Farbdetails, die Fenster sind lila. Hier drin kann man es das schon so ein bisschen an, hier ist auch Silber verwendet worden. Auf der Rückseite nichts zu sehen. Von unten betrachtet sieht man halt hier auch schon den Hüftbereich oder den Taillenbereich von Devastator. Und so sieht er als Fahrzeug aus. Der Kipplaster selber hat keine funktionierende Lade, es ist halt eher optisch gehalten und nicht funktionell. Ist ein bisschen schade, es ging bei Generation 1, ging es so ein bisschen bei Longhaul, hat man halt hier jetzt leider darauf verzichtet, aber es, denke ich, ist verschmerzbar. Was man aber halt machen kann, es wird mit Devastator viel Zubehör geliefert, was ich dann halt auch nochmal individuell ansprechen wollte in der Gesamtreview zu Devastator. Und dann haben wir halt hier die so beiden Raketenwerfer, die eigentlich halt hier die Hände für Devastator sind. Da komme ich, wie gesagt, auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Dann haben wir hier noch weitere Einzelteile wie Teil 1 von der Waffe, Teil 2 von der Waffe. Von der ich übrigens finde, dass die eine sehr passende Waffe abgeben würde für Combiner Wars Galvatronus. Und der Brustschild wird auch nochmal in drei einzelne Segmente unterteilt. So hat eigentlich jeder Combiner oder jeder Constructicon von Devastator seine eigene Waffe sozusagen. Sind insgesamt 7 Teile. Hier, das kann man halt einer Figur geben. Ist zwar schade, dass die Figuren von Devastator keine eigenen Waffen bekommen haben, sondern dass sie sich hier mit diesen Einzelteile für Devastator rumprügeln müssen. Aber gut. Wer hingegen zur Takara-Variante greifen würde, der dürfte da, glaube ich, ein bisschen glücklicher mit werden. Aber auch tiefer in die Tasche greifen. Was man jedenfalls machen kann, ihr seht es vielleicht schon, hier sind überall Möglichkeiten verbaut, um halt eben das ganze Zubehör hier irgendwie unterzubringen. Was ich dann halt wiederum ganz cool finde. Bei Generation 1 war es halt auch so, dass die einzelnen Mitglieder von Devastator halt auch Teile übernehmen konnten und die dann halt irgendwie rumschleppen. So, die kann man hier reindrücken. So. Und so. Und das mache ich nochmal. Oder auch nicht. Vorführeffekt. Ah ne, so kann man es machen. So. Und so. Und somit hat Longhaul das ganze Zubehör, was Devastator beiliegt, quasi auf den Rücken gepackt. Sieht okay aus, ist jetzt nichts Überragendes, aber es ist eine coole Sache, dass man das halt machen kann.
ist sozusagen der Packesel, aber bei der Statur auch absolut nachvollziehbar, wie ich finde. Soweit ich das jetzt weiß, gibt es keine feste Regelung, welcher Constructicon jetzt welche Waffe trägt. Ist aber, finde ich, eh wurscht. So. Die Verwandlung ist relativ einfach. Auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Ich würde sagen, vorher gucken wir uns mal einen Größenvergleich an. So, und um euch zu zeigen, was das hier für ein riesiges Vieh ist, habe ich jetzt hier nochmal von Ragin den TFC Toys Longhaul als Vergleich. Und um das Ganze noch ein bisschen lächerlicher auf die Spitze zu treiben, stapeln wir das Ganze jetzt mal. Und hier noch der Easy Collection Longhaul Pendant Dingsbla. Und ihr seht schon, das ist eine sagenhafte Größe, die das Vieh hier an den Tag legt. Und ich bin echt begeistert. Und ich würde sagen, dann immer ab in den Robotermodus damit. So, jetzt wird Longhaul transformiert. Wie gesagt, 8 Schritte für die Transformation. Wir fangen damit an, dass wir hier die lilanen Teile lösen. Wir lösen hier das raus. Wir lösen das raus. Klappen das so hoch. Ich muss aufpassen, dass ich mit der Kamera im Bild bin, fällt mir gerade wieder auf. Lösen das hier so auf. Ich neige dazu, den Kopf jetzt schon rauszuholen, weil es sonst später schwer wird, den hier noch rauszufriemeln. So. Ich kriege zum Glück trotz meiner Wurstfinger raus. Die Arme hoch. Ihr seht hier diese Lasche, die kommt hier in den Schlitz rein. So, hakt auch gut ein. So, jetzt drehen wir hier die Hüfte um 180 Grad. Das macht auch ziemlich fiese Knackgeräusche, aber das ist dann auch gut so, denn diese Dinger sind wirklich unglaublich stabil. Klappen hier jetzt noch die Füße aus. So. So, klappen die Arme wieder runter. Das hier hoch. Die Arme runter. So, und klappen hier das Rückenteil hier in diese vorgesehene Furche ein. So. Und fertig ist sozusagen auch schon der Robotermodus. Ihr seht, das Ding ist ziemlich kräftig, also von der Statur her. Ich finde es in Ordnung. Ist halt nicht mehr so G1 akkurat. Man erkennt ihn auf jeden Fall wieder. Ich finde den Kopf großartig, der passt wunderbar. Ich finde, er sieht halt sehr upgedatet aus und seine Statur passt eben halt auch zum Fahrzeugmodus, möchte ich sagen. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist halt Geschmackssache. Er ist halt eben anders als noch zu Generation 1-Zeiten. Aber wenn ich die Generations-Reihe als solches betrachte, sind es nun mal Neuauflagen mit angepassten Modi und daher kann ich damit gut leben. Kommen wir zur Beweglichkeit. Wir haben ein Rotationsgelenk im Kopf. Wir haben hier ein Armgelenk. Wir haben keine Ellenbogengelenke. Wir können nur den Arm hier so ein bisschen nach rechts. Die Takara-Variante wird auch Ellenbogengelenke haben. Ich persönlich finde das jetzt nicht so tragisch, denn als solches betrachtet sind die Arme recht kurz. Das heißt, der Arm hätte, das ja meiner Meinung nach ein Ellenbogengelenk sinnvoll gewesen wäre, hätte der Arm länger sein müssen. So finde ich es aber absolut in Ordnung. Mich stört es nicht. Es gibt noch eine weitere Figur in diesem Set, die keine Ellenbogengelenke hat. Darauf kommen wir später zu sprechen. Mag für den einen Totschlagargument sein, für mich eigentlich nicht. Mich stört es jetzt nicht so sehr, dass ich da jetzt irgendwie die Figur verfluche. Oder Hasbro verfluche. Dann haben wir natürlich noch hier den Hüftartikulationspunkt. Ist ein bisschen eingeschränkt hier eben auch durch den Rucksack. Kann man aber wegklappen und hat natürlich ein bisschen mehr Beweglichkeit. Dann haben wir natürlich hier Oberschenkelgelenke, die sind unglaublich fest. Hat eben auch den Hintergrund, dass Longhaul eben zum größten Teil eben auch für Devastator diese Gelenke braucht. Dann haben wir hier ein Rotationsgelenk und noch ein Kniegelenk. Das heißt, Longhaul hat doch mehr Bewegung, als man ihm zutrauen mag. Und ja, wie gesagt, also die Statur ist halt eben Geschmackssache, ob man damit jetzt klarkommt oder nicht. Ich persönlich finde ihn absolut in Ordnung, so wie er ist.
So, und auch hier wieder der Vergleich zwischen Wuchtbrumme von Hasbro und der etwas ja, schmaleren Version von TFC Toys. Und als kleines Bonusbonbon hier oben drauf noch dann der aus der Easy Collection. Und das ist schon wirklich sagenhaft, was es für ein Riesenvieh ist. Also da macht hier wirklich einen Großteil der allgemeinen Größe von Devastator aus. Und ja, es erinnert mich so ein bisschen an den Block von Marvel, so als kleiner Scherz zwischendurch. Aber doch sehr cool, und man hat trotzdem geschafft, dass er so ein bisschen noch an sein Generation One eben Bild erinnert. Nicht mehr ganz so stark, aber durchaus noch erkennbar. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt, also soweit würde ich nicht gehen, ihn als schlechteste Figur des Sets zu titulieren, aber eben halt auch nicht als beste Figur dieses Sets. Er ist halt eben ein wichtiges Bindeglied für dieses Set, eben halt auch angespielt auf Devastator. Das werdet ihr dann am Sonntag auch sehen, wenn ich die Figuren dann auch in ihre jeweiligen Combiner-Modi verwandeln werde. Was ein bisschen schade ist, oder eigentlich finde ich es auch ganz gut, aber ich denke, viele werden es auch schade finden, ist, dass die Constructicons und der Devastator eben keine Scramble City-Transformation beherbergt, wie es jetzt eben bei den anderen Combiner-Ross-Figuren der Fall ist. Devastator kocht da sein eigenes Süppchen. Wie ihr es schon sehen könnt, hier oben sind Steckplätze, dort wird dann Hook drauf gesetzt. Die Beintransformation für Devastator, die befindet sich eigentlich komplett hier drin. Also es ist technisch gesehen, finde ich, sehr, sehr gut gelöst. Aber es ist halt eben kein klassischer Scramble City Combiner, sondern ja, sehr eigen. Aber das war halt natürlich auch schon bei Generation One der Fall. Ich glaube, Devastator war sogar damals der erste Combiner. Wie war das? Das ist schon so lange her bei mir. Ich kann mich da gar nicht mehr so 100% dran erinnern. Jedenfalls ist, denke ich, Longhaul trotzdem ein guter Start in dieses Set. Wenn ihr den jetzt zufällig als erstes auspacken solltet. Aber es lässt auf jeden Fall noch viel Raum für Steigerungen offen. Und persönlich betrachte ich dieses Set eher als Ganzes und nicht jede Figur so groß im Einzelnen. Devastator steht bei mir auch größtenteils eigentlich nur als einzelner Roboter, beziehungsweise als kombinierter einzelner Roboter rum. Und die einzelnen Modi von den Constructicons sieht man eher selten bei mir stehen. Aber ich bin sehr, sehr angetan von Devastator bisher. Longhaul hat ein paar Problemchen, ist nicht abzustreiten. Aber wie gesagt, ich persönlich sehe es im Gesamtkontext und hoffe, ihr werdet das auch tun. Und indem ihr das tut, indem ihr ja, weiter in die Videos schaut. Denn morgen am Dienstag wird es die nächste Figur geben. Welche es sein wird, lasst euch überraschen. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. starblight.de, von Nerds für Nerds.